So, ich habe auch noch mal was geschrieben. Ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat. Auf der Facebook-Seite der Mahnwache ist gerade so ein bisschen, oder generell sind wir anscheinend gerade in der Findung, was sind denn eigentlich so die Kernthemen, was sind die Schwerpunkte? Wie wollen wir die irgendwie vertreten? Da habe ich einen Text geschrieben, den wollte ich gern vorlesen. Und auch einfach gern wissen, was ihr davon denkt, dass wir da einfach wirklich gemeinsam zu einer friedlichen Lösung kommen. Wie gehen wir mit verschiedenen Themen einfach um? Also ich möchte mal was zu den kritischen Themen sagen, die ich bisher erkennen kann und wie ich damit umgehe und die Schwerpunktthemen, die ich erkenne. Wie immer ist das nur meine Sicht und mein Vorschlag und sagt natürlich jetzt nicht alles hier über die Mahnwache aus. Ich bin generell schon mal kritisch, wenn ich das Gefühl habe, jemand missioniert mich oder will mich mit Redegewalt von was überzeugen. Diese Art der Kommunikation ist für mich unabhängig vom Menschen und Thema kritisch. Und ich würde mir wünschen, dass wir das irgendwie hinkriegen, achtsam zu bleiben, ohne dass jemand versucht, jemanden zu missionieren. Ich weiß nicht, da stellen sich bei mir immer direkt die Nackenhaare. So, habe ich ein Problem damit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und dass wir es vielleicht einfach im Auge behalten. Was sind hier die nächsten sinnvollen Schritte, um hier in Saarbrücken und generell etwas zum Frieden beizutragen? Ich fand den Vortrag über das Geldsystem vom Markt gerade super klasse. So. Und generell war vielleicht davor, das war vorher das Gespräch, dass einige denken, das Ganze nimmt jetzt eine gewisse Richtung, mit denen sie nicht leben können. Ich könnte jedem sagen, es hängt ja davon ab, oder es hängt nicht davon ab, was die Menschen hier jetzt machen, die bisher da sind, welche Richtung das annimmt, sondern jeder von euch, wie sehr wir uns engagieren, welche Themen wir nach vorne bringen, hängt ja von uns ab, was wir daraus machen. Und ich bin so froh, dass endlich mal mehr Leute anfangen und heute auch was sagen wollen einfach. Da ist schon mal der Anfang, dass einfach mehr Menschen den Mund aufmachen. Soll ich sagen, das Ganze fängt für mich mit der Art an, miteinander zu reden und zu akzeptieren, dass jeder einen eigenen Blickwinkel in die Welt hat. Ich glaube nicht, dass die Lösungen unserer gemeinsamen Herausforderungen in irgendeiner höheren Wahrheit liegt oder in irgendeinem neuen Heilsbringer, der dann kommt und alles irgendwo ist wieder in Ordnung. Sondern es liegt in uns und wenn wir respektvoll und achtsam miteinander umgehen, finden wir das mit Sicherheit raus, was wir tun können, dass das alles hier Stück für Stück ein bisschen anders wird. Ich möchte jetzt erstmal zu den Themen was sagen, die wirklich einigen sauer aufgestoßen sind, sage ich mal. Oder wie gesagt, es geht ja hauptsächlich um meinen Blickwinkel. Jeder kann ja dazu sagen, was er möchte. Wir haben ja letzte Woche den Redekreis gemacht und ich habe auch mit einigen anderen so schon persönlich gesprochen. Das sind einfach ein paar Themen. Das eine ist außerirdische Telepathie, Atlantis, all diese sogenannten höheren Wahrheiten und die Menschen, die sich im Besitz einer solchen glauben. Ich glaube, dass es da draußen Sicherheit noch Wesenheiten gibt, von denen man nichts wissen. Hier auf der Erde gibt es auch schon genug irgendwelche Lebewesen, die wir noch nicht kennen. Aber ich erkenne keinen Sinn darin, das hier weiter zu thematisieren auf dem Mahnwachen. Ich finde, einiges gehörte zwar für mich vorstellbar, aber unglaubhaft, dass ich es nicht für mich überprüfen kann. Da darf jeder gerne denken, wie er will, aber für mich sind diese Thematiken ganz klar kein Thema auf dem Mahnwachen, was mich hier interessiert. Und nochmal hier, sorry, irgendwelchen predigenden Missionaren, kann ich nichts mit anfangen. So, das wäre zu dem Punkt meine Meinung. Wie steht ihr dazu? Ist das auch so ungefähr? Okay, danke. Was haben wir noch? Dann gab es die Thematik Holocaust, Drittes Reich oder irgendein anderes vergangenes Reich. Ich leugne den Holocaust nicht. Mir geht es auch nicht um irgendein vergangenes Reich oder ein Neuauferstehendes. Ich kann nicht erkennen, was Diskussionen über sowas mit etwas für den Frieden hier gemeinsam in Saarbrücken zu tun haben. Verstehe ich nicht. Ich will gern Neues schaffen und nicht über Altes streiten. Im Vergangenen wird vieles zur Glaubensfrage. Also ich glaube nicht, dass alles, was in Geschichtsbüchern drinsteht, stimmt. Ja, da ist schon was dran, die Sieger schreiben irgendwo die Geschichte. Aber richtig überprüfen, was denn jetzt die Wahrheit ist, bin ich außer Lage dazu. Deswegen kommt das irgendwie dann immer zu einer Glaubensfrage. Und wo Glaubensfragen hingeführt haben, das kennen wir doch alle. Also einen neuen Kreuzzug brauchen wir bestimmt nicht, oder? Denke ich mal. Dasselbe ist bei mir, wenn es um Paragraphen geht. Das dauert bei mir 2 Minuten, dann macht es bei mir im Kopf nur noch Piep. Dann kann ich
weiß ich gar nicht mehr, was das soll. Deswegen ist auch das für mich hier nicht ein Hauptthema der Mahnwache. Ich will lieber gern mit euch gemeinsam hier uns, sag ich mal, um die Geschichte kümmern, die wir gemeinsam schreiben, als um das, was schon mal war. Dann gibt es die Thematik Souveränität Deutschlands, Friedensvertrag, Artikel 146, neue Verfassung. Auch hier, klar, darf jeder seine Meinung haben, aber meiner Meinung nach kommen diese Themen vielleicht mal irgendwann, wenn genügend Menschen aktiv sind. Ja, dann können wir uns vielleicht mal drüber unterhalten, dass wir eine eigene Verfassung machen, aber doch jetzt noch nicht. So sehe ich das halt. Bei mir kommt es auch nicht, wie soll ich sagen, ich selber glaube auch nicht, dass es nur auf ein Stück Papier ankommt, wo Friedensvertrag draufsteht, was nicht heißt, das heißt, dass ich einen ablehnen würde, aber es ist nur ein Teil des Puzzles auf einer bestimmten Ebene und auch hier fühle ich mich manchmal etwas missioniert von einigen. Gehört für mich auch nicht zu den Mahnwachen, die mich jetzt bewegen, zur Mahnwache zu kommen. So. Wie gesagt, jeder, der da irgendwas sagen will, kann gerne sich melden. Ja, gerne. Nur in einem Punkt würde ich dich gerne ergänzen, weil alles, was du gesagt hast, war eigentlich sehr gut und richtig. Wird von mir unterstützt. Aber bei dem Punkt Geschichte, Geschichtsbücher, also auch ich glaube nicht alles, was da drin steht, das ist richtig. Jede Quelle, jeder Zeitungsartikel sollte überprüft werden auf sein Wahrheitsgehalt. Aber es ist auch wichtig, Anhaltspunkte aus diesen Quellen durchaus zur Grundlage seines Denkens und seiner Meinung zu machen. Und dass eben im Zweiten Weltkrieg ein Völkermord begangen worden ist, steht, glaube ich, außer Frage. Und dass das für viele, viele Menschen eben eine fürchterliche Katastrophe war, darf man nie aus den Augen verlieren. Dass es eben auch dazu geführt hat, oder dass diese Menschen dadurch auch das Bedürfnis hatten, einen eigenen Staat wieder zu haben, den sie dann auch selbst verteidigen können, ist, denke ich, legitim. Dass man deshalb die Politik, die in den letzten 5 bis 6 Jahrzehnten von verschiedener Seite her betrieben worden ist, nicht für richtig halten muss, ist, denke ich, aber auch klar. Man muss ganz klar an jeder politischen Tätigkeit Kritik üben, egal, wenn sie falsch ist, egal, ob das eben jetzt die eine Religionsgemeinschaft ist oder die andere. Aber ich finde, das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine war eben eine viele Jahrhunderte lang verfolgte Religionsgemeinschaft, die wieder ein Land haben wollte, so sehe ich es zumindest persönlich, diesem legitimen Interesse kann man eigentlich nur Verständnis gegenüber zollen und darf auch nie vergessen, was diesen Menschen angetan worden ist. Und von wem oder unter welchen Umständen die Verhältnisse, die dazu führen, immer wieder aufgeben. Auf der anderen Seite kann man an den politischen Vertretern, wenn sie sich ins Unrecht setzen, selbstverständlich Kritik üben. Das ist einfach für mich ein ganz anderes Kapitel. Insofern ist Geschichte für mich schon recht wichtig. Ja, wie gesagt, darf jeder seine Meinung haben. Und ich bin ja auch, das auch noch die ganzen Vorschläge, heißt natürlich nicht, dass man überhaupt gar nicht drüber reden darf oder soll. Ne? Darf jeder machen, wie er möchte. Aber ich glaube nicht, dass das die Hauptschwerpunkte zu den Hauptschwerpunkten der Mahnwache gehört. Darum ging es ja. Ne? So, also ich stimme dir voll zu. Klar darf man das alles in Vergessenheit geraten lassen, aber jetzt, ich sehe da nicht, wie uns das weiterbringt, dass wir hier in Saarbrücken und in Deutschland irgendwie vorankommen, wenn wir uns jetzt nur an der Geschichte aufhängen. Das ist halt mein Ding. Lass mich mal. Ich wollte dich an der Stelle ja nur ergänzen, damit sozusagen keine Missverständnisse aufkommen, damit sozusagen auch nicht von verschiedener Seite her kritisiert wird. Ach, das sind Leute, die das und das leugnen. Das wollte ich eben gerade verhindern. Das ist kein Schwerpunkt hier sein, ist mir auch klar. Mehr ging es ja nicht, dank dir. Genau, wie gesagt, leugnen tue ich ja die Sachen auch nicht. Ne? Genau, ich denke, jetzt weiß man dann, wie es gemeint ist. Was gab es noch? Es gab natürlich die Thematiken Chemtrails, Bevölkerungsreduktion. Ich habe da bereits ein Video dazu online. Ich finde, da geht es um die falschen Fragen. Ich kann nicht abstreiten, dass an manchen Tagen Sonnenschein wäre, aber alles zugezogen ist mit Wolken, die Flugzeuge hinterlassen. So, das kann ich nicht leugnen.
Und ich wäre froh, wenn darüber auch mal eine Diskussion aufkommt. Doch um auf diese steigende Himmelsverschmutzung hinzuweisen, erscheinen mir angstschürende Theorien, die ich letztendlich auch wieder nicht hundertprozentig beweisen wissen kann, es also wieder zur Glaubensfrage kommt, als wenig hilfreich. Auch hier fühle ich mich manchmal missioniert. Und auch hier nochmal, es ist für mich kein Schwerpunktthema auf den Mahnwachen einfach. So, auch da darf jeder drüber reden, aber es ist kein Schwerpunktthema der Mahnwachen. Wie seht ihr das? Weil es ist ja auch eine Thematik. Aber nicht der Schwerpunkt. Das ist nicht so einfach, ne? Also wirklich, man können ja da nichts bewegen, meine ich damit. Ich versuche immer im Auge zu behalten, was liegt denn absolut unserer Reichweite? Da gibt es tausende von Themen, da können wir die nächsten 20 Jahre hier noch stehen, haben überhaupt nichts verändert oder bewegt. Ne? Also ich finde das super interessant, jetzt wo wir darüber reden, kommen Leute und bringen ihre Blickwinkel zum Ausdruck. Wenn ich das jetzt alles wiedergebe, dann sitzen wir nochmal bis morgen da. Aber ja, bring doch solche Sachen. Ja, ja, also zu der Chemtrail-Geschichte, was ich da halt noch sagen wollte, ich kann es halt für mich nicht hundertprozentig beweisen und es kommt da dann auch wieder zu einer Glaubensfrage oftmals. Auch für mich kein Schwerpunktthema auf den Mahn machen. Denn das Thema Geoengineering, Wetterbeeinflussung, auch hier kann ich nicht leugnen, dass die Menschen seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden davon träumen, das Wetter irgendwie beeinflussen zu können, beherrschen zu können, und dass auch dort heute noch Energie reingesteckt wird. So, aber auch das ist für mich kein Hauptschwerpunkt, weil wir es letztendlich nicht in der Hand haben. Ich kann nur sagen, wenn da dran rumexperimentiert wird, ist das doch eigentlich eine Sache, wo wir alle Menschen mitreden sollten und nicht nur ein paar, die gerade das meiste Geld haben. So, aber wir können es jetzt halt nicht ändern. Deswegen für mich auch kein Hauptschwerpunkt. Was haben wir noch? Die komplette Freigabe aller psychedelischen Drogen wurde auch genannt. Habe ich so gut wie keine Erfahrungen mit, mag ich auch nicht machen. Ich halte die jetzige Drogengesetzgebung auch nicht für richtig, doch für die Aufgaben, die vor uns liegen, brauche ich zumindest eher einen klaren Kopf. Und doch hier sehe ich die Lösungswege dieser Herausforderung nicht in einem oder mehreren Mitteln, die wir alle einnehmen sollten, sondern im Austausch und gemeinsamen klaren Denken auf den Ebenen, wie jeder gerade ist. Alle da abholen, wo sie sind und nicht den Zustand künstlich verändern, wo man jemanden abholen kann. Ist also für mich auch kein Schwerpunktthema auf den Mahn machen. So, was meint ihr? Ja? Gut, ich bin immer sehr dankbar über Feedback. Da gibt es noch diese Thematik Impfen. Auch hier nochmal, ich habe einen sehr guten Freund, der ist Impfbefürworter und ich schätze dem seine Meinung sehr. Ich kann ganz ehrlich von beiden Seiten Argumente nachvollziehen, aber ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe, dass ich ein friedliches Gespräch zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern erlebe. Meine Idee da war einfach nur, vielleicht können sich die beiden Seiten hier mal irgendwie zusammentun, wenn keiner genau weiß, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Alle haben letztendlich die Gesundheit der Menschen am Herzen. Dann könnt ihr euch doch zusammentun nach einer Forderung, dass unser Gesundheitsministerium vielleicht wirklich mal eine unabhängige Untersuchung darüber macht. Für was bezahlen wir sie dann? Ist immer noch besser, als wenn man sich miteinander bekriegt, obwohl eigentlich alle die Gesundheit der Menschen am Herzen haben. Aber auch das ist für mich jetzt nicht ein Hauptschwerpunkt von den Mahnwachen, weil auch dort ich nicht entscheiden kann, was ist denn wahr oder nicht. Da fällt es jetzt halt einfach schon schwer, Grenzen zu ziehen, weil es natürlich mit der Pharmaindustrie, mit dem Wirtschaftssystem, mit dem Geldsystem hinten dran zusammenhängt. Und da komme ich jetzt mal zu den Themen, wo ich denke, die eher so ein Hauptschwerpunkt hier auf den Mahnwachen sind. Und dann sehe ich immer noch ganz vorne das Thema Kommunikation. Wie reden wir eigentlich untereinander, miteinander? Was gibt es da für Möglichkeiten, dass wir schlau zu irgendwelchen Ergebnissen kommen, dass wir irgendwie vorankommen? Ja? Und ganz auch groß wieder auch das Thema hier, einander eher zuhören, der Umgang miteinander hier und jetzt. Wir können die Welt morgen nicht morgen zu dem friedlichen Ort machen, den wir uns wünschen. Doch wir können jetzt schon anfangen, so miteinander umzugehen, wie wir es uns wünschen in dieser friedlichen Welt. Das könnten wir schon mal machen, da wäre doch was erreicht, oder? Danke euch. Dann das Thema Meinungsfindung, also das, was ich jetzt gerade mit dem Vortrag hier versuche anzustoßen. Nochmal, ich will damit nichts vorgeben. Ganz offen zur Diskussion.
Nur wenn wir es mal hinkriegen, dass wir wirklich geschlossen hinter 3, 4, 5 Themen stehen, anstatt uns so 20 Themen zu verzetteln, dann werden wir mal noch die Beine stellen. So. Und dort halt, wie kann man das machen? Eine wie auch immer geartete gemeinsame Meinungsfindung, wie wir denn die Mahnwachen und alles rundherum, was rundherum entsteht, gestalten, ohne zu missionieren, wenn es geht, irgendwie schlau, dass es auch was bringt und trotzdem mit Herz, dass sich alle wohlfühlen. Also, dass man diese beiden Aspekte, Verstand und Herz, irgendwie schaffen zu vereinen. Mein Vorschlag war dort halt einfach, diese Redekreise lassen wir jetzt einfach erstmal hinten ein bisschen sein. Das können wir vielleicht außerhalb der Mahnwachen nochmal machen. Dann das Thema Aufklärung, mehr werden. Wie erreichen wir mehr Leute und können aktiv etwas dafür tun, dass wir mehr werden? Durch welche Themen, durch welche Arten die Leute aufmerksam zu machen, wie können wir da Energien bündeln? Ich glaube, das ist nach wie vor der Hauptpunkt, dass man sich dort mal schlau macht, dass wir mehr werden. Und da habe ich eine Frage an euch. Wer von euch ist denn übers Internet, würde mich mal interessieren einfach, hat irgendeinen Film im Internet gesehen und ist dadurch aufmerksam auf die Mahnwachen geworden? Mal bitte die Hand hoch. Genau, schaut euch das mal an, das ist doch gut die Hälfte. Wer von euch ist persönlich angesprochen worden von irgendjemandem, Bekannten, Freund? So, und wer von euch hat irgendwo was gelesen in der Zeitung oder auf einem Flyer und ist deswegen hier? Einer. Ich habe nur einen Vorschlag. Mehr als die Hälfte sind hier, weil die Leute übers Internet da sind. Ich habe das vor 2, 3 Wochen schon mal gesagt. Im Moment bin ich hier in Saarbrücken der Einzige, der die Videos von den Montagsmahnwachen hochlädt. Ich sehe ja, wie die Reaktionen darauf sind. Heute ist es technisch absolut keine Schwierigkeit, dass jeder von euch eine Videokamera mitlaufen lässt oder ich gebe euch die Dateien, ihr macht einen YouTube-Kanal. Und wenn da 20 oder 30 Leute diese Woche dieselben Filme hochladen, dann gebe ich euch Brief und Siegel, nächste Woche sind hier 50 Leute mehr. Hundertprozentig. Macht's einfach mal, traut euch, ich hab die Dateien, ich gebe die euch, macht eigene Videos, unterschätzt dieses Medium nicht. Ja? Und das andere, das zweite ist einfach wirklich die persönliche Ansprache, wie der Steff so schön gesagt hat das letzte Mal, bringt einfach nur einen mit, da sind wir doppelt so viel. Und die zwei Sachen sind, mit denen können wir mehr werden. Da muss man gar nicht groß auf die Thematiken rein, es muss nur die Ansprache, die Leute müssen angesprochen werden. Natürlich kann man dann auch hier, ne, die Reden und Themenstände, Infostände, das kann ja alles noch kommen, aber das sind die zwei Dinge, die mir hauptsächlich in den Kopf kamen. So, was kommt noch als Hauptthema? Das Geldsystem, der Marc gerade den Vortrag drüber gemacht hat. Wie funktioniert das? Welche Vorteile, Nachteile gibt es? Welche Alternativen gibt es? Vielleicht können wir uns mal Gedanken machen, ob es Sinn macht, hier irgendwo im Saarland, in Saarbrücken, eine eigene Währung, keine Ahnung. Es gibt ja viele kleine Orte, wo sowas Sinn macht. Weiß ich nicht, bin ich aber auch nicht der Spezialist für die Thematik. Ne? Dann das Thema freie, unabhängige Presse. Am Laufenden bleiben, was der Costa gesagt hat oder was jetzt auch eben der Benny gesagt hat. Immer am Laufenden bleiben, was passiert denn in der Presse? Die tun uns weiterhin bescheißen, die hören nicht auf, nur weil wir hier sitzen. Und die bringen uns jede Woche nochmal neue Vorlagen, wo man sagen kann, Leute, guckt doch mal, seht doch mal hin. Im Moment ganz aktuell natürlich das Thema WM. Was dort mit den Menschen passiert, ja, und es wird einfach nicht gezeigt. Und hier nochmal die Idee. Mit denen wird Geld gemacht. Mit denen wird Geld, klar. Es geht alles nochmal nur ums Geld. Ne? Und hier auch nochmal die Idee, wir können ja einfach mal hier geschlossen oder zusammen auf den SR und dieser Brücker Zeitung vorgehen. Wir müssen doch gar nicht jetzt auf die Bild-Zeitung zeigen. Wir können doch hier bei uns im Kleinen anfangen, immer aufzufordern, offener und freier zu informieren, wenn wir das wollen. Müssen wir der Stimme gemeinsam irgendwie Macht verleihen. So. Dann gibt es noch zwei Themen, einmal Frieden im Innern und weltweit und Wege dahin. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied in der Vorgehensweise. Einige sehen die Hauptaufgaben, was zu tun ist darin, dass man die Leute draußen aufklärt. Andere sagen, es geht mehr um das Innere, dass man selbst Frieden findet, dann strahle ich auch Frieden aus. Für mich gehört das beides einfach zusammen. Ich kann sowohl jetzt innerlich friedlich sein und so weiter und trotzdem aktiv was machen und drüber reden. Ich kann aber auch mich um meinen eigenen Frieden eigentlich gar nicht kümmern und das heißt nicht automatisch, dass ich wild um mich schlagen durch die Gegend laufe. So. Es geht beides, den Mittelweg dort irgendwo finden und es gehört, glaube ich, beides Stück für Stück dazu. Dann käme noch ein letztes Thema dazu, weil ich als Schwerpunktthema irgendwie sehe, Ernährung. Wo
wurde immer wieder angesprochen. Autarkie, gemeinsam Gärtnern, foodsharing.de, Lebensmittel, Lebensmittelretten.de, essbare Stadt, Saarbrücken, Foodcoop, Saarbrücken, Urban Gardening, konsumkritische Stadtrundgänge, Permakultur, Kräuterwanderungen, Gemeinschaftsgärtnern. Diese ganzen Sachen scheinen viele anzusprechen, dass man gemeinsam schon mal irgendwie zusammenkommt und anfängt. So. Das heißt, als Hauptthemen hätte ich, würde ich sehen, wie gesagt, nur der Vorschlag, gerne, jeder kann das erweitern und sagen, der Punkt ist scheiße. Die Kommunikation, die Meinungsfindung, die Aufklärung, dass wir mehr werden, das Geldsystem, freie, unabhängige Presse, Frieden generell halt und die Thematik Ernährung. Ist nur mein Blickwinkel. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen, uns auf diese Punkte irgendwie mal zu konzentrieren und gerade mit dem Punkt Ernährung, es gibt so viele Bürgerbewegungen hier in Saarbrücken, die ganz aktiv schon sind, da brauchen wir nur mit einzusteigen und ruckzuck verändern wir was. So, das wäre mein Vorschlag zu den kritischen Themen, zu den Schwerpunktthemen. Wenn jemand was anderes sagen möchte, kann er das natürlich machen. Ich bedanke mich und bin froh, dass heute noch einige da sind. Ja, Tierschutz ist jetzt für mich nicht. Jetzt kommen wir hier aber mit Dingern. Ne? Ich darf mal erklären, dann erstmal, dass wir hier für Frieden stehen. Ja. Das wäre schon mal recht schön. Wir haben ja ostsibirische Gelbschwanzratten. Also, ich hätte ein ganz wichtiges Thema. Und zwar. Hier ist Mikro. Sie wird das noch versprechen, dass du das nicht sagst. Nein, das ist wirklich was Wichtiges. Warum kommen nicht immer weniger Leute und zählen welche auf die Mahnwache? Bei der ersten zum Beispiel waren 10. Bei der ersten war gar keiner. Nein, jetzt haben wir es gleich, jetzt haben wir es gleich. Benni war bei der ersten. Ja, ey, Alter, ich war die erste. Nee, ich war gar keine Röse. Ich war bei der ersten Dorf.